Schiller und Goethe haben ein perfektes Versmaß und haben unwahrscheinlich heftige Dinge geschrieben, die uns allen was erzählen. Aufgrund dieses perfekten Versmaßes und den Reim ist Rap natürlich absolut super möglich und man kann mit Gedichten, gerade von Schiller und Goethe, natürlich Skills trainieren und das ist mega fett. Gerade was die Schule betrifft, habe ich es immer mal wieder versucht, Songs einzubringen in den Unterricht, halt in verschiedenen Fächern auch. Und das Feedback von den Lehrern war immer sehr positiv. Ich habe auch regelmäßig dafür gute Noten bekommen. Wenn ich jetzt in der Schule irgendein Gedicht lernen soll oder so, dann nehme ich es einfach auf und rap es. Weil das ist die beste Art, wie man einfach das auswendig lernen kann. Ich bin in erster Linie Rapper, aber auch ein bisschen Lehrer. Mir kommt es manchmal schon ganz schön verrückt vor, wenn die Leute da unten stehen und voller Begeisterung den Zauberlehrling rappen oder Auf dem See eben von Goethe. Ich denke schon, da ist Hitpotenzial drin. Es ist nur eben ein etwas anderer Hit. Seid meine Stände, könnt ihr's lassen, wenn ich fassen, dass es Hücke lachen wird.